Wir führen heute auf der A3 im Vorstauraum zum Grenzübergang Suben führen wir eine Großkontrolle durch unter der Einsatzleitung von der Verkehrspolizeiinspektion Passau. Es wird der private und gewerbliche Personen- und Güterverkehr bei der Ausreise kontrolliert. Es werden Schwertransporte, es wird der Schwerlast kontrolliert. Die Kollegen von der Schleierfahndung sind in ihrem Rahmen tätig. Und weiterhin werden Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt, wo wir hier in der Kontrollstelle dann auch die Anhaltungen durchführen. Die Kollegen arbeiten überwiegend aufgrund ihrer Erfahrung, die natürlich dann wissen, was rentiert sich zum Anhalten und zum Kontrollieren, auf was muss man schauen. Das kann man jetzt nicht speziell oder pauschal sagen, sondern nicht auch an Kennzeichen festmachen, sondern das ist die Erfahrung, die die Kollegen haben, die alle schon lange in dem Bereich tätig sind und da entsprechend auch dann den Erfolg haben, weil sie wissen, auf was dass sie schauen müssen. Wichtig ist mir, dass keinem was passiert, dass wir natürlich auch Aufgriffe haben, weil das braucht man natürlich auch, wenn wir hier so einen großen Aufwand betreiben. Das ist mir auch wichtig, dass wir natürlich einen entsprechenden Erfolg verbuchen können. Dass sich alles die Waage hält, das wäre mein Wunsch für heute.